Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns wieder bei F1 2016 und meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, wir sind auf dem Hungaroring in Ungarn. Training und Qualifying wie immer absolviert. Training lief sehr gut soweit unter teilweise trockenen und nassen Bedingungen. Qualifying lief nicht ganz so gut. Das erste Jahr, da war ich auf Platz 2. Beim zweiten Qualifying hat sich ein Wetterwechsel leider ereignet. Kurz vor Ende, ich glaube, in den letzten 3 Minuten war ich gerade draußen, oder 4 Minuten. Ich war auf Intermediates, weil es geregnet hat und alle anderen auch. Und plötzlich kam Massa hinter mir und war plötzlich auf Super Soft. Ja, ich dann schnell in die Box. Versucht noch auf Supersoft zu wechseln, aber das war leider schon zu spät, weil die Zeit war zu knapp. Und dann haben alle noch mal eine Zeit auf Supersoft gemacht, was man natürlich nicht halten kann, wenn man noch Intermediates eine Zeit nur gefahren ist. Von daher war das auf Platz 16 dann zu Ende, das zweite Qualifying. Das heißt, wir starten ziemlich weit hinten diesmal auf Platz 16. Ja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Hören wir uns mal an, was das Team von uns jetzt diesmal erwartet. So, wir sollen das Rennen auf dem 18. Platz oder besser abschließen und höhere Platzierung als unser Rivale Carlos Sainz erreichen. Durch das Qualifying eben haben wir da ein bisschen eingebüßt wieder. Carlos Sainz hat aufgeholt in der Rivalität. Und wir sollen wie immer unseren Teamkollegen besiegen, was realistisch ist auf jeden Fall. So, realistische Ziele auf jeden Fall, gemäß unserem Startplatz. Also alles gut für uns. Forschen tun wir nicht mehr. Habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, dass wir den Abtrieb geforscht haben. Haben wir auch ja dann bei Beginn dieses Grand Prix fertig gehabt, sodass wir es gleich nutzen konnten. Sind leider immer noch das vorletzte Team. McLaren Honda hat leider auch geforscht. Was man auch sehen kann. Genau, das Chassisgewicht haben sie geforscht und verringert, geforscht, verringert. Und den Benzinverbrauch verbessert. Gut, okay. Damit haben wir alles. Ausgangsposition ist okay. Ich bin sehr gespannt, was ich im Rennen noch rausholen kann. Strecke kann ich soweit ganz gut eigentlich. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und es bleibt wie angekündigt trocken. Aber nun genug gesabbelt, wir gehen mal ab ins Rennen. Immer wieder ein Schauspiel, an den lebhaften Ungaroring zurückzukehren. In der Nähe eines beliebten Reiseziels, nämlich der Stadt Budapest, erwarten wir ein spannendes Rennen. Den Moment, als Michael Schumacher 2010 seinen alten Kollegen Rubens Barrichello Richtung Wand drängte, oder die großen Rennen 2014 und 2015, vergisst bestimmt niemand so schnell. Der Ungaroring, 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eines. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Okay, wir waren im Qualifying besser als gedacht. Mal sehen, ob wir im Rennen genauso gut abschneiden.
Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Rosberg startet nach seinem ersten Platz im gestrigen Qualifying von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Vettel, Carlos Sainz Jr. und Alonso. Button, Bottas, Gutierrez und Rio Hayanto. Massa, Kvyat, Daniel Ricciardo und Raikkonen. Grosjean und ein Sauber, Sergio Perez und Nico Hülkenberg. Magnussen und Wehrlein, Markus Eriksson und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Dankeschön. Da sind wir auch live auf der Strecke. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. Wie gesagt, Supersoft, Soft und Mediums. Oder drei Stoppen mit dreimal Supersoft und einmal Soft. Mit lediglich 5 Sekunden Unterschied. Okay, was sagt die personalisierte Version? Oh, die sagt ein Boxenstopp. Ah, durch meine schöne Fahrstrategie des wenigen Reifenverbrauchs. Finde ich auch eine coole Strategie in Bezug auf unsere Platzierung. Was sagt denn hier? Hier bleibt es so. Also ein Boxenstopp bockt mich halt gerade richtig an. Da hab ich Lust drauf. Ja, machen wir. Ein Boxenstopp, 16. Platz. Vielleicht können wir da noch einiges rausholen. So, Benzinlast haben wir 1,4 Runden mehr. Als wir brauchen. Entschuldigung. das ist, denke ich, okay. Lassen wir so. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Das war auch diesmal eine lange Rotphase. Das. Ich habe fast den Frühstart gemacht. Ich war schon da kurz davor, die Bremse loszulassen. Die gucken wir mal nicht. Noch Raikkonen hier hinten. Platz 13. Was war denn passiert? Boah, das war knapp. Das wäre fast ein Flügelschaden gewesen. Boah, der an die Eisen gegangen, ey. Krass. Jetzt ein bisschen aufpassen hier. Den Pulk hier. Bremsen die früh. Oh, ich würde sagen, schon mal guter Start. 4 Plätze gut gemacht. Oh, das war knapp. Mit dem Massari. Oh, Alter. Gehen ja manchmal in die Eisen hier. Ja, das ist gefährlich an Ungarn hier, an dem Ungaro-Ring. Hier ist alles echt eng. Keine richtigen Auslaufzonen. Und so weiter. Deswegen schön aufpassen auf den Flügel. Und mal die Benzinmischung ein bisschen runter. Upsala. So, das war die erste Runde auf dem Ungaro-Ring. Immer sehr spektakulär gewesen. Die Bremsmanöver angehen. Sehr gut für Rosberg. Gut für uns. Oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los hier? Oh. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Was machst du denn da, Rosberg? So, also schade, Leute. Ja, schade, ich dachte, wir könnten da schön vorbeifahren. Die ganzen Pulver und gelben Flaggen. Leider. Hatte ich übersehen. Aber für Rosberg ist das Rennen wohl gelaufen.
Gut für uns, ein Spitzenkandidat weniger. Nico Rosberg wird disqualifiziert. Ist ja auch nicht nett, ey. Kann auch nichts für, wenn er einen Schaden hat. War nicht schlecht. Ja, einer am Arsch. Boah, das war auch wieder knapp. Ich muss die Bremspunkte echt anders setzen. Tick früher. Man sieht auch hier, wie langsam die hier sind. Oh. Früher eingelenkt. Die war ein bisschen versetzt gerade, weil das um einiges sicherer ist. Richtig überholen, wie sie auch gesagt haben, kann man ja auch nicht ohne DRS. So, warten wir mal ab auf eine günstige Gelegenheit. Sind alle noch dicht beisammen. Also alles noch kein Problem. So, jetzt haben wir DRS. Ja. Schaffen wir aber leider nicht. Leider keine Chance. Das können wir ausnutzen. Boah, außen. Schausen. Boah, puh. Das war knapp. Ach, scheiße. Gott, ich versaut. Jo, können wir nochmal drei Plätze nach vorne kämpfen. Drei, zwei waren noch 14 hinter ihnen. Ich glaube 14 oder 9 und 2. So, zwei Plätze noch gut machen, dann ist alles im grünen Bereich. Das ist mein Minimalziel. In die Punkte zu kommen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,2 Sekunden. Die erste Zone hier sind gefährlich, da lieber ein bisschen fett fahren. Ja, ein bisschen raus. Schön rum, sehr gut. Aufpassen hier. Das war echt lang. Sorry, Button. Nein, ich lasse ihn ziehen. Komm. Wird da fast weggeschoben. Man muss hier auf jeden Fall auf der Strecke sehr konstant fahren und hat nicht viel, nicht viel Möglichkeiten hier abzureißen, weil sonst bist du ganz hinten und siehst auch wie dicht das Feld ist. Ich glaube in keinem anderen Rennen ist das Feld so dicht beieinander gewesen bisher. Ist auch gefährlich hier die Leitplanke. Jetzt nutzen.
Warten. Nicht einschlafen. Boah, jetzt aber echt langsam. Aber man kann ja halt scheiße überholen. Das Problem. Der ganzen Nummer. Hier, wo sie langsam vorbeikommen. Spätestens auf der Geraden jetzt am besten. Aber da vorne ziehen sie gerade ein bisschen weg. Und was ein bisschen langsam ist gerade. Ja, wird aber ganz schneller. Scheinbar. Komm Chris, dranbleiben. Wieder nicht reichen. So, Platz 10. Ja. Jetzt haben wir ihn. Puh. Endlich. So, DRS. Platzierung nicht abgeben. Sehr schön. So, damit sind wir auf Platz 9. Perfekt. Sektorzeit und ein bisschen Platz. Schön. Wird am nächsten auch schon dran. Viel Zeit, also kann noch einiges passieren. Ich glaube, unsere Boxenstrategie, die spielt uns richtig in die Karten. Das wird, glaube ich, richtig gut. Da geht die nächste schon rein. Ist noch lange nicht. Zack, Platz 6, schnellste Runde. 4. Mal angreifen, aber nicht. Das ist doch zu weit weg. So. Ach, scheiße, was war das denn? Mensch, also ich gewöhne mir immer mehr an den Sauberen, mir gefällt ja immer besser. Die Karre läuft richtig gut im Moment. Good job, Team! Hinter uns noch regnen Druck, klar. Das macht er auch zu langsam. Aber den werden wir gleich kriegen. Oh, wow, schon wieder so voll gebremst. Das Taktik hier, die wollen, dass ich mir meinen Flügel zerschieße. Oh, da ist Massa auch weg. So, damit sind wir auf Platz 3. Der ist wieder an. Schafft er nicht. Sehr gut. Oh, Kost hat uns aber weit weg. Kost, der hat ja richtig Zeit gut gemacht. Die haben sich wohl aus dem Pulk am Anfang da schön rausgehalten. Und konnten schön vorne wegfahren. Scheiße, Schikane oder ein paar Runden nicht mehr richtig. Ja. Nicht. Ja, weg.
Kern kann jemand auch nicht halten. Guckt euch mal an, wie lange wir schon auf Fett fahren können. Ey. Wahnsinn. Richtig effizient, sehr sauber. Schön aus dem Windschatten raus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,4 Weiter. So, auch das Stoppen noch nicht in der Box, alles klar. Ja, Raikön können wir auch nicht abschütteln. Er klebt uns am Arsch. Ja, das ist, glaube ich, auch neue Mediums. Schön aus dem Windschatten raus. Oh, jetzt kommt er vorbei. Hm, doch nicht. Ich bin ja schön easy mit Fett fahren, das ist echt geil. Ja, in dem Sektor kommt er immer wieder ran, jetzt scheinen wir ein bisschen zu langsam zu sein. Da ist Hamilton, Wahnsinn. Gucken, ob wir da dranbleiben können. Ich würde sagen, bisher geht die Strategie super auf. Solange wir uns keinen Flügel kaputt machen. Raikön schiebt von hinten. Mir gefällt das gar nicht. Bremst. Thank you.
mehr lange halten kann. Der ist leicht angepisst. Hammond ist auf jeden Fall zu schnell für uns. Genauso wie Räikkönen. Oh. Ich hab bremst, wie auf die Karte geguckt habe. Oh, jetzt werden wir nicht mehr halten können. Wann müssen wir eigentlich in die Box? Nächste Runde quasi. Sehen dann die Reifen so aus. Ja, zur Zeit. Ich merke auch, wie sie abbauen. Nicht mehr so gut einlenken und bremsen. Das baue ich aber jetzt auf. Ja, komme hier auch nicht mehr so richtig rum. Leider. Was jetzt Räikkönen auch freuen, der endlich Platz hat. Oh nein, er fährt auch in die Box. Ja, das wird ihm jetzt nicht gefallen. Ja, auch jetzt aber kacke, hoffentlich. Unser Boxenstopp. Schneller, ja, schneller. So Jungs, kommt ihr an gegen Ferrari? Schnell, 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 schnell. Yeah, schönes Ding. Schönes Ding. Sehr schön. Wir drei können sogar auch soft. Ist klar. Das wird dann wohl nichts werden, mit Platz halten. Aber, wie gesagt, ist auch nicht unser Ziel.
Das Ziel haben wir schon lange erreicht. Das ist alles ein Benefit. Einfach weiter anstrengen. Hier schön weiter die Kreise ziehen. Gucken, was vor uns passiert, ob noch einer in die Box fährt oder nicht. Jetzt geil finde ich, dass wir die ganze Zeit hier mit Fett fahren können. Ey. Das rettet uns echt den Arsch. Also, passen eure Solo-Karriere auf, wenn ihr auch fahrt, schön die Treibstoffeffizienz immer mitmachen. Das war total verbremst. Da holt Recken auch schon auf. Boah, jetzt verbremse ich mich aber ordentlich hier. Bremspunkte wieder neu setzen. Das war viel zu früh eingelenkt. Zum Glück keine Verwarnung. Hatte ja schon einer. Keine Strafe riskieren. Da ist er genau ganz dran jetzt. Alles klar, wie super. Gegen Soft kann ich natürlich nicht anfahren. Und die alten Nummer erstmal eingefahren werden. Dauert auch ein paar Runden. Temperatur. Ich bin wahrscheinlich eben auch schon, aber jetzt auf jeden Fall. So langsam sind sie auch gar nicht, stelle ich gerade fest. Also ist noch alles okay. Da ist Raikkonen. Wenn wir nicht halten können, also lassen wir ihn auch gleich noch ziehen. Das macht keinen Sinn. Boah, willst du ziehen oder willst du nicht ziehen? Na komm, los, Gas. Gib Gas, Kollege. Zerhauen wir meinen Flügel nicht. Boah, auch so langsam hier in der Kurve. Das liegt mir auch mehr. Das liegt mir auch mehr als zu verfolgen, als verfolgt zu werden. Das kann ich nicht so gut ab. Steigt mein Adrenalin dann immer. Gucken, das sieht man aber auch schon wieder Fehler. Auf jeden Fall schneller als wir. Boah, das ist ja auch klar. Gucken, ob er nochmal in die Box fährt. Dann haben wir vielleicht auch Chance im vierten Platz. Ups, so.
wenn du gut bist heute. Meine Best. Oh, bisher haben wir sie im Griff. Wollte aber eigentlich den Kollegen hinter mir wissen. Vettel. Gegen Vettel fahren wir gerade. Okay. War der also schon mal Box? Gott gemerkt. Wenn die alle wirklich noch in die Box fahren? Oh, was da denn passiert? Vettel ist raus. Krass. Den hat wohl jemand abgeschossen. Ätzend. Für uns? Sehr gut. Sehr gerne. So, Ricardo ist noch weit hinter uns. Das ist schon mal gut. 14 Runden haben wir noch. Also noch viel Luft. Zum Glück. Weil so viel ist natürlich auch nicht. Da ich jetzt sehe, auf der Karte. Pfaff, können wir halt nicht mithalten. Das ist klar. Aber die müssen ja auch nochmal in die Box. Pfaff können wir nicht durchfahren. Also sind gar nicht so schnell wie ich dachte. Schlechter als meine beste Rundenzeit. Das ist gut. Sprit. Auch okay, alles im Bereich. Sehr gut. Schon die ganze Zeit auf Fett, ey. Das ist echt geil. Das ist aber auch viel. Unser Teamkollege also weit hinten. Nicht so gut.
Ricardo kommt auf jeden Fall aktuell nicht näher ran. Das ist schon mal gut für uns. Das beruhigt mich etwas. Reikon fährt uns allerdings davon. Da haben wir keine Chance. Aber der muss ja auch nochmal in die Box. Also, wer weiß. Vielleicht ist sogar ein Treppchen drin. Mal gucken. Lass mich mal überraschen. Langsamer zu werden. Das ist gut. Das heißt, wenn ich konstant weiterfahre, kann ich den Vorsprung sogar ausbauen. Sehr gut. Sehr schön. Nächste Bestzeit. Sektorbestzeit natürlich. Die Tank wird auch langsam leerer. Das heißt, wir werden schneller. Das kommt uns natürlich sehr gelegen jetzt. Strategie on its best, würde ich sagen. Passt alles aktuell. Oh, da sehe ich auch Raycon zum ersten Mal wieder. Cool. Und das Verstoppen. Naja, das ist in die Box. Ne? Ne? War das jetzt gerade? Ne? Verstoppen vor uns, dann plötzlich hinter uns. Box war auch nicht. Ups, oh, jetzt lasse ich mich hier auch irritieren. Na, scheiß drauf. 10 Runden noch. Das reicht noch bis zum Ende wahrscheinlich. Also, dass ich auch fett fahren kann. Gucken. So gute Zielverbrauch aktuell. Raycon haut uns ab. So, macht nix. So. Oh, was ist jetzt passiert? Wir sind auf Platz 3. Plötzlich. Geil. Das ist ja geil. Wie sieht das denn? Was ist denn jetzt passiert? Raycon ist vor uns. Verstehe ich gerade nicht. Okay. Muss ja einer ausgefallen sein. Vermutlich. Geil. Gut für uns. Das war auch knapp. Oh, unsere Bestzeit hat besser, sehe ich gerade. 1,25 auf 1,25,2. Sehr geil. Ich würde sagen, passt alles gerade. Sehr geil, wir bauen sogar nach hinten auf. Richtig geil. Ein paar Informationen zu Paris. Er wird langsam
gefällt mir alles sehr gut gerade. Wir bauen nach vorne ab, glaube ich sogar, ein bisschen. Ganz minimal. Nach hinten bauen wir auf. Wir sind auf Platz 3. Wahnsinn. Geil. Sauber, ich mag dich. Okay, alles klar. Ricardo ist in die Box gefahren. Sehr geil. Man wird dann noch mehr Luft. Keiner zu sehen aktuell. Und wir sind vor Hamilton. Wahnsinn. Wer denn das vor dem Rennen erwartet? Geil. Gucken, ob wir hier dranbleiben können. Mit Super Soft wird das wahrscheinlich schwierig, wie Hamilton da drauf hat. Das wird wohl nichts werden. Oh, Super Soft, die bauen auch noch ab. Super Soft, die können so um die 33. Runde abbauen. Also, vielleicht haben wir da noch eine Chance. Aber ich glaube nicht. Aber ich bin schon so schon mega zufrieden. Wer hätte erwartet, 16 Platz auf dem Treppchen zu fahren? Yippie! That's racing! Los geht's! Oh, bam! Platz 2! Raikkonen ist in Box gefahren. Oh, wird ja immer geiler hier, ey. So. Ich würde sagen, die Strategie ist voll aufgegangen. Bisher. Mal gucken. Jetzt haben wir jetzt natürlich alle super soft oder soft. Und also schneller als ich. Schneller als wir. Sind aber auch nur noch 6 Runden. Also, wenn wir nicht schneller als eine Sekunde rankommen. Wenn sie nicht schneller als eine Sekunde, ja, ist ja nochmal langsam. Also wenn deren Rundenzeit nicht mehr als eine Sekunde als unsere ist, dann haben sie auf jeden Fall keine Chance, hier noch ranzukommen. Wie sehen ja unsere Reifen aus? Auch schon bald an der Grenze. Weg. Das ist deutlich doller in die Eisen. So, gucken, was wir hier noch schaffen. Also, erstmal Verstappen uns überholt noch. Immer noch ein Treppchen. Also, alles gut. Wir werden auf jeden Fall auf dem Treppchen landen, weil
auch immer auf dem vierten Platz ist, der wird uns nicht mehr kriegen. Der ist viel zu weit weg. Wie man auf der Karte schön sehen kann. Ja, sieht man aber in der Rundenzeit auch, dass die Reifen langsam abbauen. Das ist natürlich schneller, da kommt auf jeden Fall ran, sieht man auch. Frage, ob es reicht. Gucken. Oh, wie gesagt, das Rennen muss ja erstmal vorbei. Wenn er vorbeikommt, ist Platz 3 auf jeden Fall sicher. Also, Strategie ist aufgegangen. Mehr als aufgegangen. Man glaube ich etwas mehr als eine Sekunde. Aber haben wir auch nur noch 3 Runden. Oder 4 mit der. Aber Hamilton hat auf jeden Fall keine Chance. Aber das war auch klar. Super soft. Das darf man auf jeden Fall wecken, ne? So. Wir können auf jeden Fall dran. Brauchen eben noch Verstappen. Das ist komisch hier. Brauchen auf jeden Fall Verstappen. Das stimmt hier nicht ganz. Naja, soll es egal sein. Ich bin da eben Raycon auch etlich Runden aufgehalten. Vielleicht gelingt uns das ja noch 3 Runden. Motor hört sich gerade so komisch an, sogar hier zu wenig Benzin kriegt. Wird man lieber auf Mara stellen ein bisschen. Also, die können haben wir nämlich sowieso keine Chance. Von daher macht das auch nichts. Schon besser an. Irgendwie ist es trotzdem komisch anhört. Na komm, zieh vorbei, macht nichts. Wenn du nicht den Flügel zerstörst,
Oh, Wahnsinn, wie hoch das geht, wenn wir auf Mager stellen. Krass. Sehr schön. Zwei Runden nur noch und auf jeden Fall den dritten Platz sicher. Ich gebe auch gerne den zweiten ab. Kein Problem. Können wir hier nämlich schon mal sicher den dritten Platz nach Hause fahren. Also die Treibstoffeffizienz ist echt der Wahnsinn. Krass. Jetzt, letzte Runde des Rennens. Wahnsinn, was hat das für ein Rennen? Platz 16 gestartet. Schön geile Boxenstrategie ausgedacht. Mit einem Stopp, oder ausgewählt vielmehr. Mit einem Stopp. Hat super funktioniert. Boxenstrategie hat 1 auch funktioniert, wollte ich sagen. So, wir haben gut aufgepasst, kein Flügelschaden, nix. Es hat von Anfang bis Ende das perfekt funktioniert. Wahnsinn. Geil. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und schon wieder auf dem Podium. Sehr geil. Cool. Oh, viel weit vorne war aber auch nicht. Jetzt aus dem Ziel ist. Coole Sache. Yes. Gute Arbeit, du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, der Chef wird damit sehr zufrieden sein. Das hoffe ich doch. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu diesem Ausdruck. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können Sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Yeah, Fahrer des Tages, Dankeschön. Das habe ich aber auch verdient hier mit 13 Plätzen. 13 Plätze gut gemacht. Sehr schön. So, dann gucken wir uns den Start nochmal an. Der war ja auch sehr interessant. Gleich viele Plätze gut gemacht.
Da komme ich. Da bin ich ganz links außen. Und reihe mich da schön ein. Schön vorsichtig gemacht. Gleich ein paar Plätze gut gemacht. Vor Raycon angesetzt. Raycon. Ja, also es hat sich von Anfang an gut angefühlt. Ich hatte auch ein gutes Gefühl. Nachdem ich im Qualifying im ersten Platz 2 gemacht habe. Beim Training. Im Qualifying, genau, im ersten Qualifying. Das war also sehr zufriedenstellend. Wir konnten ja zum ersten Mal auch mithalten vorne mit dem Sauber. Mit Kimi Räikkönen und mit Hamilton natürlich nicht. So, aber in den Top 5 haben wir uns schon mal angesiedelt. Das ist schon mal ein echter Schritt nach vorne. Das lässt hoffen für die nächsten Rennen, dass vielleicht auch mal ein Sieg möglich ist, wenn alles passt. Ich bin sehr gespannt, wie das noch so wird. Oh, das ist eine geile Aufnahme. Schön, das Oval hier. Zur letzten Schikane, der letzten Kurve. Und wieder auf die Start-Zielgerade. Ja, es hat richtig Spaß gemacht, das Rennen. Das war cool. Hat alles gepasst diesmal. Jo, Rest ist glaube ich nicht so interessant, denn ich zum Glück diesmal nicht so viel passiert. So, schauen wir nochmal, wie viel ausgeschieden sind. Nico Rosberg, genau, der wurde disqualifiziert. So, weil er da wahrscheinlich so hin und her geschlichen ist. So, schade für Nico, gut für uns. Sonst wäre kein Podium drin gewesen. Und... ach, und Vettel wurde disqualifiziert. Okay. Achso, deswegen sind wir so gut vorne da weggekommen. Alles klar. Na gut, trotzdem so Top 5, Top 6. Siedeln wir uns so langsam an. Also können wir, denke ich, zufrieden sein. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Man muss sich nur ansehen, wo er begonnen hat und wo er jetzt steht. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 1 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, ich würde sagen, das sieht alles gut aus. Wir sind nach wie vor auf dem 5. Platz. Konnte man Hamilton in dem Fall keinen Boden gut machen. Aber es ist schon mal krass, dass wir hier unter den Top 5 sind, mit dem Sauber, vor Red Bull und Scuderia Toro Rosso. Also schon mal Wahnsinn. So, mal gucken, unser Teamkollege ist glaube ich nicht so gut abgeschnitten. Nee, scheiße. Nicht so toll. Platz 21. Dafür können wir uns in der Konstrukteurmeisterschaft auch ein bisschen behaupten durch meine Punkte. Sind wir auch auf Platz 5, also alles läuft hier super. Jo, gucken wir uns mal die Punkte an, die wir jetzt noch kriegen. So, 100% saubere Runden haben wir gefahren, wieder sehr schön. Gibt wieder ordentlich Punkte. So, ein bisschen Bonus noch als für den ersten Fahrer. Sehr schön. Haben wir jetzt schon wieder 600. Das heißt, wir können auf jeden Fall im nächsten Rennen forschen. So, Rivalität müsste eigentlich auch ganz gut aussehen. Jo, sehr schön. Fast alle Punkte gekriegt. Bam! Ich würde sagen, dass wir die Rivalität auf jeden Fall gewinnen werden, denke ich mal. Einfach mal. Uns fehlen noch 6 Punkte. Sehr schön. Jo, auch hier volle Punktzahl. Sehr gut.
Und ein bisschen Karrierepunkte. Ja, nicht so interessant. So. Das ist doch alles spitze gelaufen. Und ich glaube, der nächste Grand Prix müsste jetzt unser Heim Grand Prix sein. Yes, Deutschland, Hockenheimring, das wird spaßig. Sehr schön, Hockenheimring, da habe ich richtig Lust drauf. So. Ah, guck mal hier, wir können Treibstoffeffizienz können wir schon wieder forschen. Jetzt die Frage, ob wir damit anfangen oder ob wir einfach wieder die Reihenfolge nach unten gehen. Sagen, Motorleistung ist immer gut. Bringt auch fast mit am meisten. Ganz Chassisgewicht bringt wieder am meisten, logischerweise. Ja, ich würde sagen, wir sparen auf jeden Fall auf die Motorenleistung. Ja, und freuen uns auf den nächsten Grand Prix. So, da können wir es nochmal sehen. Im Moment läuft es richtig gut, seitdem wir auf einer gewissen Performance-Level sind. Österreich zweiter, also Spielberg, Silverstone dritter, Hungaroring dritter. Russland Sochi zweiter. Also ich würde sagen, das ist ein Spitzenergebnis bisher. Dürfen wir immer nicht vergessen, dass wir in einem schwachen Team fahren. Gut, alles klar. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Like oder einen Kommentar. Und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.